In den Ingenieurwissenschaften sind die komplexen Zahlen so nett wegen dieser Eulerschen Identität, diese Geschichte hier, dass ich Sinus und Cosinus ersetzen kann durch e hoch i phi. Das erspart einem extrem viel komische Rechnungen, wenn es um Schwingungen und Wellen geht. In der Mathematik hat man noch eine andere schöne Eigenschaft von den komplexen Zahlen, über die man sich freut, dass jede algebraische Gleichung lösbar ist. Ich hatte das schon gezeigt, ansatzweise gezeigt mit, ups, ansatzweise gezeigt mit quadratischen Gleichungen. Wenn wir zum Beispiel die hier nehmen, z Quadrat plus 6z plus 13 gleich 0. Und dann einfach mit PQ-Formel weitermachen, finden Sie z ist gleich minus p halbe, also minus 3 plus minus, das hier quadrieren, 9 und q abziehen, minus 14, minus 13, wir schauen schon weiter, minus 13, macht also minus 3 plus minus Wurzel minus 4. Und das sieht dann gar nicht mehr so verboten aus, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat. Es muss also sein minus 3 plus minus 2i. Das hatten wir schon gesehen. Also quadratische Gleichungen haben jetzt grundsätzlich zwei Lösungen. Es kann mir passieren, dass unter der Wurzel 0 steht. Dann habe ich zwar offiziell nur eine Lösung, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie an, als ob es zwei Lösungen hätte. Wenn ich die in Linearfaktoren zerlege hier, das Polynom in Linearfaktoren zerlege, hätte ich zwei gleiche Linearfaktoren, wenn unter der Wurzel 0 gestanden hätte. Aber typischerweise habe ich tatsächlich zwei verschiedene Lösungen. Und das Absurde ist, dass dann automatisch auch alle anderen Gleichungen auch höheren Grades Lösungen haben müssen in komplexen Zahlen. Es gibt dann also keine unlösbaren algebraischen Gleichungen mehr in komplexen Zahlen. Jedes Polynom muss eine Nullstelle haben in komplexen Zahlen. Und das hat auch zur Folge, dass Sie jedes Polynom komplett zerlegen können müssen. Also wenn Sie irgendein absurdes Polynom haben, habe ich jetzt keinen Lückentext. Ich erzähle es gerade mal so. Wenn Sie irgendein absurdes Polynom haben, irgendwie sowas, können Sie sicher sein, oh, nicht mit x natürlich, sondern mit z, können Sie sicher sein, dass das irgendwo eine Nullstelle hat. Das heißt, Sie können diese Nullstelle abspalten, z minus irgendwas, und hier steht dann ein Polynom mit z hoch 5 und so weiter und so weiter. Man kann sicher sein, dass das eine Nullstelle hat, sowieso weil es ein ungerader Grat ist, aber auch sonst hätte es auf jeden Fall eine Nullstelle, die könnte ich wieder abspalten und so weiter und so fort. In komplexen Zahlen heißt das, kann man jedes Polynom komplett in diese Linearfaktoren zerlegen. Das klappt mit reellen Zahlen nicht. Bei den reellen Zahlen könnte zum Schluss sowas bleiben wie x hoch 4 plus 3. Dann gucke ich dumm aus der Wäsche, weil das keine Nullstelle mehr hat. In komplexen Zahlen kann das nicht passieren. Das muss bis zu Ende durchgehen, lauter Linearfaktoren. Eine Folge daraus, wenn man sich einmal überlegt hat, dass jedes Polynom in komplexen Zahlen mindestens eine Nullstelle haben muss, dann können Sie auch weiter zerlegen. Das will ich nicht streng zeigen, dass das geht, aber ich möchte Ihnen eine Idee geben, was hinter den Kulissen da eigentlich passiert, warum das funktionieren kann. Das Ganze nennt sich Fundamentalsatz der Algebra. Folgendes Polynom nehme ich, was steht da im Skript? Wir gucken uns an, z hoch 4 plus z hoch 3 minus 4z Quadrat plus 5z minus 2. Ich möchte wissen, für welche z dieses Ding 0 werden kann. Das Ungeschickte bei diesen komplexen Funktionen ist, das können Sie nicht ordentlich plotten. Wenn Sie eine Funktion nach üblicher Art haben, f von x ist gleich y in reellen Zahlen, nehmen Sie irgendwas mit x hoch 7, bla 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 und so weiter in reellen Zahlen, dann malen Sie auf der x-Achse, was reingeht, auf der y-Achse malen Sie auf, was rausgeht. Das können Sie schön als Kurve malen. Das Ungeschickte bei dieser Funktion ist, ich gehe ja schon mit zwei Dimensionen rein, Realteil, Imaginärteil. Ich gehe hier mit zwei Variablen eigentlich rein. Dieses Z hat Realteil und Imaginärteil und ich gehe auch mit zwei Variablen wieder raus, Realteil und Imaginärteil des Ergebnisses. Ich bräuchte vier Dimensionen, um das zu plotten. Das funktioniert nicht gut auf Papier. Diese üblichen Funktionen können Sie auf Papier plotten, eine Dimension rein, eine raus.
hier haben Sie verloren. Zwei rein, zwei raus. Man muss ein bisschen tricksen beim Plotten, das will ich mal vorführen, wie man beim Plotten von solchen Funktionen tricksen kann, um sich dann tatsächlich vorzustellen, dass da irgendwo die Funktion sozusagen durch die Achse gehen muss. Sie kann gar nicht anders. Irgendwo muss sie nämlich durch die Achse gehen. Das kann man in zwei, drei Seiten finsterster Rechnungen auch zeigen, aber man hat irgendwie gar nicht verstanden, was dahinter steckt. Folgender Trick. Ich setze ganz viele Zahlen auf dem Haufen ein. Nämlich z ist gleich r mal e hoch i phi. Und dieses phi sofort durchlaufend von 0 bis 2 pi. Einen kompletten Kreis setze ich ein. Und ich gucke mir, was rauskommt. An, was rauskommt. Wenn Sie eine Zahl einsetzen würden, rein, raus, gibt keinen Lückentext dafür, einfach mal zugucken. Wenn Sie eine komplexe Zahl einsetzen würden, 2 plus 1 mal i, da oben einsetzen, Sie kriegen irgendeine fürchterliche komplexe Zahl raus, keine Ahnung, vielleicht die, würde das so abgebildet werden. Der würde da abgebildet werden. Dann setzen Sie die nächste ein, vielleicht die, und kriegen vielleicht die raus. Dann setzen Sie noch eine ein und kriegen vielleicht die raus und setzen noch eine ein und kriegen vielleicht die raus. Der Trick, den ich mache, ist folgender. Ich setze alle ein auf diesem Kreis. Ein kompletter Kreis mit Radius r. Alle komplexen Zahlen auf diesem Kreis setze ich ein und ich gucke mir an, welche Figur dann da rauskommt. Alle diese Zahlen, die gucken alle so ungläubig. Ich gucke mir an, was passiert mit dieser komplexen Zahl? Was passiert mit dieser komplexen Zahl? Was passiert mit dieser komplexen Zahl? Mit dieser komplexen Zahl? Alle auf einem Kreis um den Ursprung. R mal E hoch I Phi. Der Phi wandert von 0 bis 2 Pi. Fester Radius. Radius fest. Und mit dem Phi wandere ich einmal rum. Von 0 Pi halbe Pi, 3 halbe Pi, 2 Pi. Alle, die nehme ich auf einen Schlag und male auf, was dann rauskommt. Wann habe ich dann eine Nullstelle gefunden? Wie zeigt sich eine Nullstelle? Stellen Sie sich vor, aus dem wird dieser. Aus dem nächsten wird vielleicht dieser. Aus diesem wird dieser, aus diesem wird dieser und so weiter. Oh, dann scheint ja aus irgendeinem schon 0 geworden zu sein, wie ich das aufgemalt habe. Das heißt, hier gäbe es irgendwo einen auf dem Kreis, der tatsächlich zu 0 wird. Er landet auf der komplexen Zahl 0, so wie ich das hier gemalt habe. Wenn die Kurve, die da rauskommt, was auch immer für ein Schnenkel das wird, das sehen Sie gleich, das sieht sehr künstlerisch aus, welche Kurve auch immer da rauskommt, wenn die Kurve durch den Ursprung gibt, der rauskommt, heißt das ja, ich habe irgendwo eine Zahl eingesetzt, sodass 0 rauskommt. Ich habe eine Nullstelle gefunden. Wenn die Kurve hier nicht durch den Ursprung geht, die rausgeht, dann habe ich keine Nullstelle gefunden. Ich versuche jetzt gleich, den Radius so zu basteln oder zumindest so zu argumentieren, dass man den Radius so basteln kann, dass die Kurve hier, die da rauskommt, durch den Ursprung muss. Sie kann nicht anders als durch den Ursprung laufen. Irgendwo muss sie durch den Ursprung laufen. Das war irgendwie ganz viel billiger bei kubischen Parabeln zum Beispiel. Bei einer kubischen Parabel wissen Sie, wenn der Faktor vor dem x hoch 3 positiv ist, sie muss da nach oben verschwinden, sie muss da nach unten verschwinden. Also keine Chance, sie muss irgendwo durch die Achse gehen. Bei diesen Funktionen hier wird es schwieriger, weil ich nicht mit einer Dimension rein und einer raus gehe, sondern mit zwei Dimensionen rein und zwei Dimensionen raus. Aber so ein ähnliches Argument möchte ich versuchen. Ich möchte mir überlegen, dass wenn ich hier nur den richtigen Kreis nehme, in der richtigen Größe, dass tatsächlich das Ergebnis durch den Ursprung muss. Und wenn das Ergebnis durch den Ursprung geht, heißt das, es gibt hier ein x, sodass das Ergebnis der Funktion 0 wird. Ich habe eine Nullstelle gefunden. Dieses x wäre dann eine Nullstelle. Ich glaube, das sage ich mal sofort mit MATLAB. Ich baue erstmal alle
Winkel von 0 bis 2 Pi in kleinen Schritten. Natürlich kann ich jetzt nicht unendlich viele Winkel ausprobieren mit so einer Software, aber ich kann zumindest in kleinen Schritten da durchgehen. Was wäre mal 0,001? Ja, probieren wir das mal. Das sollte noch hinhauen. So, das wäre jetzt eine Liste aller Winkel durchgegangen. Ich lege meinen Radius vielleicht mal auf irgendwas Dummes fest. Ach, was weiß ich, 3,7, was auch immer. Jetzt rechne ich alle komplexen Zahlen aus, die da rauskommen. Z nenne ich die zum Beispiel, Radius mal, und nun steht da Exponentialfunktion, e hoch i mal den Winkel, i, die schreibt man besser, einmal i, dann funktioniert es besser, einmal i mal den Winkel. Das liefert mir, mal sehen, was man hier so ganz dreist schreiben kann, ich kann mit i rechnen und dem Winkel rechnen, das hier ist Polardarstellung. Diese Länge 3,7 und hier steht e hoch i mal den Winkel, alle Winkel durchexerziert, einmal um den Kreis rum, all das, alle Möglichkeiten davon in die Variable z rein. Jetzt rechne ich aus, was aus meinem Polynom rauskommt, das sollte sein z hoch 4. Man kann jetzt leider nicht direkt z hoch 4 schreiben. Irgendwann später erzähle ich das mal. Müsste ich hier z Punkt hoch 4 schreiben, um jeden Fall einzeln zu potenzieren. Z hoch 3 wollte ich dann haben. Und dann wollte ich haben minus 4 mal z Quadrat. Wenn ich das Zirkonflex finde, so. Plus 5 mal z. Minus 2. Den will ich haben und ich möchte jetzt plotten. Ich muss gerade überlegen, plotte ich beides auf einmal? Ich plotte mal beides auf einmal. Oder ich zeige es Ihnen erstmal so. Ich zeige es Ihnen erstmal so. Wenn ich das plotte, Stückchen Kunst, ein Ei, sehr schön. Weil ich vergessen habe, die Achsen auf gleiche Größe zu stellen, hatte leichte Verzerrung drin. So sollte es sein, das wäre x is equal noch. X is equal. Also Semikolon brauchen wir eigentlich nicht, aber sei es so. So, das ist, womit ich reingehe. Sie sehen die Zahlen z, mit denen gehe ich rein. Der Winkel durchlaufend und der Radius ist 3,7. Das sollte hier ein Kreis mit Mittelpunkt Ursprung sein und er sollte den Radius 3,7 haben. Naja, warum nicht? Ungefähr der Radius 3,7. Womit ich rausgehe, das sind diese Ws. Das ist die Figur, die ich da eben auf der rechten Seite hatte. Das kommt raus. X Umrundungen hier. Wildeste Geschichten. Ich bringe mal beides in ein Display. Wenn ich mich erinnere. Was will ich? Ich will eine Zeile, zwei Spalten und davon den ersten, so, und zwar z, und ich will eins machen davon den zweiten und jetzt w. Jetzt sollten wir beides auf einmal sehen, so wie ich es hier eben gemalt habe, was reingeht, was rausgeht. Okay, also links sehen Sie, was reingeht in meine Funktion, alle Zahlen hier auf dem Kreis, in der gaußschen Zahlenebene, auf dem Kreis mit Radius 3,7 um den Ursprung. Und hier sehen Sie, was rauskommt. Monströse Zahlen, nicht? 200 plus im imaginärter Realteil. Das baue ich mal hier irgendwo dazwischen. Ja, da hilft mir das nichts. Na, dann so, auch egal. So, und im nächsten Schritt haben wir ein paar Experimente, was da passiert. Mich interessiert, auf was ich den Radius stellen muss, sodass rechts die Kurve wirklich durch den Ursprung geht. Links was reingeht, rechts was rausgeht. Wenn rechts die Kurve durch den Ursprung geht, habe ich eine Nullstelle gefunden. Dann muss es hier auf dem Kreis da eine Nullstelle geben.